So, da bin ich wieder. Und seitdem die letzte Aufnahme ja nicht ganz so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ja, der letzte Part, als ich mir den angeguckt habe, habe ich wirklich nur so gedacht, oh mein Gott. Also, ich habe mir das selber wirklich ungern angeguckt. Und wollte das eigentlich schon fast gar nicht hochladen. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich die letzten 30 Minuten hier doch nochmal nachvertone. Im letzten Part 121 müsste das sein, habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich aus der 1 Stunde zwei 30 Minuten Parts mache und die schlechte Soundqualität drin lasse. Also meine Stimme, die mit der Webcam aufgenommen wurde. Ich weiß immer noch nicht, warum sich das da umgestellt hat, aber ist ja jetzt auch erstmal egal. Gut, jetzt erstmal zu Minecraft hier. Ja, immer noch beim Hausbau hier beschäftigt. Wir haben jetzt den ersten Stock, das Erdgeschoss, eigentlich soweit schon mal fertig. Ja, was jetzt noch fehlen, sind die Fenster. Ich glaube, die hole ich jetzt gerade. Und außerdem habe ich gerade darüber geredet. Ihr habt gesehen. Ich habe da oben an der Wand so kleine Zierknöpfe angebracht, die das Ganze so ein bisschen verschönern sollen und ein bisschen ansehnlicher machen sollen. Und da habe ich gerade darüber geredet, dass ich auch mit dem Gedanken gespielt hatte oder dass mir da die Idee kam, dass man ja einen dieser Knöpfe auch dazu verwenden könnte, dass wenn man den drückt, dass dann eine Tür aufgeht oder sich die Eingangstür öffnet. Dafür müsste man dann aber allerdings eine Eisentür oder halt irgendwie Sticky Pistons verwenden. Und ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil die ganzen Redstone-Verkabelungen, die würden unser Haus dann doch schon etwas verunstalten. So, was wir jetzt brauchen, sind Glasscheiben, also keine Blöcke, aber wir haben davon nur noch 5 Stück. Glaube ich, waren das. Ich sehe das hier nur im Kleinformat, das Video. Deswegen machen wir mal hier schnell ein paar Glasscheiben. Damit unser Haus dann auch Fenster hat und wir rausgucken können. Ohne Fenster ist auch Kacke, nee. So, den Rest sammle ich wieder ein. Der kommt wieder zurück in die Truhe, obwohl ich eigentlich noch ein bisschen was bräuchte. Aber das fällt mir dann auch erst im Nachhinein wieder ein. So. Und dann geht's wieder auf nach draußen und die Glasscheiben reingeklatscht in die dafür vorgesehenen Lücken. Aber nein, es ist dunkel, deswegen gehe ich erstmal pennen. Ja, weil sich doch am Tage viel besser arbeitet. Ah, ja. Für so ein Nachvertonen bräuchte man eigentlich auch immer so ein Thema. Eigentlich, ich mag Nachvertonen eigentlich wirklich nicht. Habe ich auch am Anfang des letzten Parts gesagt. Ja, ne? Finde ich echt nicht schön. Aber ist auch kacke. Dann nimmt er einfach von der Webcam auf. Ich habe, als ich das Video mir angeguckt habe, als ich rendern wollte, habe ich wirklich nur so gedacht, WTF, was ist denn jetzt los hier? Ich dachte, mein Mikro vom Headset spinnt, weil sich das wirklich so angehört hat, als wenn ich irgendwie in einem großen leeren Raum sitze, in der Kirche oder sowas und so ein total scheiß Sound einfach irgendwie schwer zu erklären. Dann habe ich da erstmal mit den Soundeinstellungen vom Headset rumgespielt, weil ich dachte, das liegt wirklich da dran. Und zum Glück, muss man sagen, ist mir dann auch aufgefallen, dass es die Webcam war. Wer weiß, was ich als nächstes gemacht hätte. Mich irgendwie im Laden beschwert, dass das Headset kaputt ist oder so. Wer weiß. Aber naja. Gut, ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Ich mache das vielleicht immer schlimmer oder ich übertreibe da auch immer schnell, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, mir ist die Qualität wirklich schon ziemlich wichtig und dann so ein Kack-Sound mit Klickgeräuschen im Hintergrund und so, das ist echt nicht schön, ne? Nee, nee, nee. Gut. Glasscheiben kommen hier rein und wenn man mal so nachvertont, dann überlegt man auch, ach, und das hast du kommentiert? Wie kann man das die ganze Zeit kommentieren? Da passiert wirklich nichts Spannendes. Aber habe ich auch gesagt, keine Ahnung, ob ihr das gehört habt. Ich glaube schon, das müsste im letzten Part mit drin gewesen sein. Dass es für Let's Player oder Minecraft Let's Player beim Hausbau immer sowieso schwer ist zu kommentieren. Weil man beim Hausbau eben nicht ganz so viel sagen kann. So, was mache ich denn hier? Ich glaube, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich doch noch Glasblöcke gebraucht hätte für die Lücken da. Achso, und hier oben die Zeile, da ist einmal Holz zu viel, da muss noch Cobblestone hin, damit es ein bisschen besser aussieht. Und ich glaube, da vorne kommen jetzt gleich noch Holzblöcke rein. Da wollte ich, glaube ich, ja, die jetzt noch frei sind, da vorne an der ersten Tür. Genau. Da kommt jetzt nochmal Holz drauf. Gut, ich schaue mir das Video gerade übrigens bei Camtasia an. Also, ich habe da die kleinen Parts. Fraps teilt die Videos ja immer nach ungefähr 2 bis 3 Minuten Video. Kommt da immer ein Schnitt rein und das sind dann ganz viele kleine Teile, die dann da zusammengeschnitten werden in Camtasia.
Und Camtasia hat bei mir so die Eigenschaft, dass das Video, ups, immer so ein bisschen ruckelt. Also ab und zu hängen bleibt. Ja, wenn man das sich bei Camtasia anguckt, jetzt zum Beispiel gerade wieder bei mir. Ja, na gut, aber ihr seht das ja nicht. Gut. Was habe ich da? Was mache ich jetzt? Also man hat das selber gespielt, ne? Also man und man weiß das dann einfach nicht mehr. Was tue ich denn jetzt? Leitern will ich mir, glaube ich, machen. Ich glaube Leitern. Kann das sein? Nee, oder? Was willst du tun? So, hier muss wieder Ordnung rein in die Kiste. Da habe ich Glas einfach so reingeschmissen. So geht das ja nicht. Ah ne, jetzt habe ich doch Glasblöcke geholt. Genau. Aber ich werde auch gleich dann noch Leitern brauchen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. So, unsere kleine Kakteenfarm steht ja auch wieder. Und ich muss sagen, ich finde das Haus eigentlich wirklich nicht schlecht. Nö, ich finde das eigentlich ganz gut. Wo es nur wieder dran hapert, wo ich jetzt auch schon überlegt habe, was mache ich jetzt da als Inneneinrichtung rein. Ne? Und eine Treppe fehlt auch noch. Ja. Muss ich mal gucken, wo ich die hin mache. Ja. Und jetzt? Jetzt kommt erstmal, ach genau, jetzt kommt erstmal die Decke rein. Hier fehlt ja noch eine Decke im Erdgeschoss, was auch gleichzeitig der Boden von dem ersten Obergeschoss ist. Genau. Auch eine äußerst spannende Sache, dieser Deckenbau. Aber muss sein, ne? Soll ein Schrein regnen, dann wäre man nass. Das ist nicht so cool. Okay, so. Über was könnte man denn Feines reden? Ach ja, da geht's wieder los. Deswegen mag ich das Nachvertonen nicht. Beim Spielen, da kann man noch selber so über das Spiel reden. Ich muss sagen, da fällt einem auch mehr ein irgendwie, ne? Wenn man das so nachvertont und sich dieses Video ansieht, dann ist man so gedankenlos irgendwie. Ne? Weil beim Let's Play ist es ja so, da sagt man meistens immer gleich das, was man denkt. Also man sollte nicht natürlich nicht alles sagen, was man denkt, das ist nicht immer gut, aber vieles sagt man halt. Und wenn ich mir das Video so angucke, habe ich ehrlich gesagt nicht viele Gedanken. Nee. Aber ich kann ja eigentlich schon mal ein Thema auffassen. Oh, wo habe ich denn das? Ich hoffe, das habe ich noch nicht gesagt. Ach, Kacke. Wenn sich das jetzt wiederholt, dann tut mir das leid. Ich weiß jetzt nicht, was in Part 121 alles drinne war, was ich da schon angesprochen habe und was nicht. Aber ich habe da das Thema. Nee, das habe ich noch nicht angesprochen. Nee, ich glaube nicht. Das Thema angesprochen: YouTube und Fernsehen. Genau. Ist mir irgendwie spontan dann mal eingefallen. Und zwar hat der Iblali darüber auch schon mal ein Video gemacht. Was denn besser ist oder was unterhaltsamer ist: YouTube oder Fernsehen? Ja, und das Thema oder so ein ähnliches Thema habe ich dann auch aufgefasst und habe dann so darüber geredet oder habe auch festgestellt, dass seitdem ich Let's Plays mache, wirklich so gut wie gar kein Fernsehen mal gucke. Also ich habe eigentlich noch nie wirklich viel Fernsehen geguckt, aber seitdem ich Let's Plays mache, eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Fernsehen gucke ich jetzt nur noch, eigentlich nur noch vor und nach der Schule. Ja. Vor der Schule, morgens dann immer noch hier Sat.1 Frühstücksfernsehen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ist halt so, ne? Und nachmittags kommt drauf an, was gerade kommt. Entweder How I Met Your Mother, Scrubs oder. Oder was kommt da noch? Achso, The Big Bang Theory, genau. Ja. Alle drei Sendungen finde ich echt richtig klasse. Hier bauen wir übrigens gerade Leitern, die ich brauche, um hochzukommen zum Bau des ersten Obergeschosses. Ja, die Serien finde ich echt richtig klasse. Und da habe ich dann auch eine Frage an euch gestellt und tue es jetzt noch einmal, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich euch das schon gefragt habe. Deswegen tue ich es einfach nochmal. Was ist eure Lieblingsserie? Also, was schaut ihr so im Fernsehen? Oder schaut ihr überhaupt noch Fernsehen? Oder was findet ihr. Ah, besser will ich jetzt mal nicht sagen. Was findet ihr unterhaltsamer oder wo haltet ihr euch mehr auf?
beim Fernsehschauen oder doch eher YouTube oder allgemein auch rumsurfen. Also jetzt nicht nur YouTube, sondern auch chatten und all den Kram, den man halt so im Internet macht, ne? Ja. Gut, hätte ich das auch. Ach genau, als ich schon mal beim Thema Fernsehen war, ging ich dann auch rüber zum Thema Film. Weil, ja, Fernsehen gucke ich nicht mehr ganz so viel, aber ich bin ein totaler Filmfan. Ja, ich gucke unheimlich gerne Filme. Und ja, was habe ich dann noch so gesagt? Ja, was war das so? Filme. Ah ja, genau, ich glaube, ich habe noch gesagt, was ich so an Filme gucke, welches Genre von Filmen ich besonders mag. Aber ja, das Übliche halt, ne? So Actionfilme ganz besonders, auch Psychothriller, jetzt letztens erst gesehen. Ich kann es ja ruhig sagen, Shutter Island habe ich jetzt letztens gesehen, nochmal, ich hatte ihn schon mal gesehen, gehabt. Und ja, der Film ist echt klasse und auch allgemein solche Filme sind gut. Ansonsten auch Fantasy. Ja, ich habe es schon mehrmals, glaube ich, gesagt. Ich glaube, im Together habe ich das schon mehrmals erwähnt, dass ich auch Herr der Ringe-Fan bin. Eigentlich ein ziemlich großer, obwohl das jetzt auch schon etwas zurückgegangen ist. Also es gab wirklich mal eine Phase, da war ich allerdings noch ein bisschen jünger. Wie alt war ich da? 10, 11, so in dem Dreh. Da habe ich mir wirklich jedes Wochenende Herr der Ringe reingezogen. Allerdings, wir haben diese Collectors-Edition, oder wie die heißt. Es gibt ja einmal diese Kinofassung. Die alleine ist, glaube ich, hat auch schon eine Länge von 2,5 Stunden. Und da gibt es ja noch diese Collectors-Edition. Okay, 2,5 bis 3 Stunden. Und die Collectors-Edition, da gibt es einen Teil, der ist wirklich 4 Stunden lang, ja? Ein Teil 4 Stunden lang, das ist echt Hammer. Jedenfalls, als ich mir den angeguckt habe, und das jedes Wochenende, ja, meistens auch noch alle 3 Teile, habe ich immer nicht den kompletten Film, sondern habe die langweiligen Szenen, was bei mir immer diese Hobbit-Szenen waren, die habe ich immer vorgespult. Und dann nur diese Kampf- und Schlachtszenen mir angeschaut, ja. Weil, wer will schon diese Hobbit-Szenen sehen, die fand ich immer oder finde ich immer noch ziemlich langweilig. Ja. Ich habe ja auch mal, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, oder auch nicht, weiß ich nicht. Bevor ich SetoLP als Kanal hatte, hatte ich einen Kanal so mir mal so gemacht, um Leute zu abonnieren halt, ne? Der hieß dann irgendwie. So das übliche, so XXX Game Master XXX. Ich hasse ja diese XX-Namen, aber ich brauchte einen Namen, ja. Und da hatte ich so einen Namen wie Seto LP eben noch nicht. Jedenfalls habe ich, da wollte ich auch schon mal mit einem Let's Play anfangen. Ich glaube, hier der Déjà-vu LP hat schon mal ein Interview mit mir gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Auf jeden Fall, ich sag ziemlich oft auf jeden Fall, fällt mir gerade so auf. Hat der, oder habe ich da auch erwähnt, dass. Also das gleiche, ich wollte schon mal mit Let's Plays anfangen. Und mein erstes Projekt, was ich jemals hatte als Let's Play oder angefangen habe, war wirklich der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Vielleicht kennt es einige von euch. Also ich fand, es war wirklich oder ist eins der meiner Lieblingsgames, muss ich eigentlich fast sagen. Ja. Jedenfalls, das habe ich aufgenommen und. Ja. Ich habe mich so geärgert, ich habe mich echt so geärgert, als ich dann jetzt hier auf SetoLP angefangen habe mit Let's Plays. Da hatte ich noch nicht meine neue Festplatte und das stresst mich, wenn immer mein Bildschirm schon angeht. Jetzt habe ich schon Farben verloren. Achso, ich habe mich so geärgert, als ich dann mit Let's Plays auf SetoLP angefangen habe, hatte ich noch nicht meine neue Festplatte und deswegen brauchte ich schon ein bisschen Platz, weil meine, die ich davor hatte, die ich jetzt immer noch habe, die ist nicht so besonders groß. Und ich brauchte Platz und da habe ich doch tatsächlich die ersten Folgen, ich glaube 8 Folgen war es, des ersten Let's Plays, das ich hier hatte, habe ich wirklich gelöscht. Oh, ich habe mich so geärgert. Ich ärgere mich echt so. Das wäre doch cool gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand das ein bisschen peinlich. Also, naja, ich war nicht so ganz zufrieden mit den Aufnahmen. Jetzt zumindest nicht. Denn da war das wirklich so, da war ich so scheiß aufgeregt, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe das zum ersten Mal gemacht, ja. Wenn ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr selber Let's Plays macht und man sitzt wirklich in seinem Zimmer, man spielt ein Spiel, hat Headset auf und fängt auf einmal an, mit sich selber zu reden. Das war damals echt so ein Problem für mich. Erstmal habe ich total wenig gesprochen. Ich glaube, das Problem in Anführungsstrichen
haben wirklich viele Let's Player am Anfang, dass sie einfach nicht so viel sagen, weil man halt nicht weiß, was man sagen soll. Man hat vorher schon Spiele gespielt und hat dazu nie gesprochen. Was will man da schon groß zu sagen, ne? Denkt man sich so am Anfang. Und ich war da so scheiß aufgeregt, dass ich wirklich in dem ersten Part von diesem Projekt wirklich gestottert habe vor Aufregung, ja. Also jetzt würde ich drüber lachen, ich fand das, als ich das gerendert habe damals, wirklich so peinlich. Ich musste da an zwei Stellen, fast aufeinander folgend, musste ich das Video schneiden, weil ich da drin gestottert habe, ja. Also das ist... Und ich habe das gelöscht. Ich würde das jetzt so gerne nochmal sehen oder euch auch mal irgendwann zeigen, dass ihr das mal seht. Da übrigens noch mit Piepse-Stimme. Ach ja, das waren noch Zeiten. Gut, und ich sehe gerade, der Part ist gleich zu Ende. Ja, also wenn man erstmal so im Redefluss ist, dann geht das eigentlich. Ich muss mir vorher ein Thema überlegen, dann läuft das auch. Gut, mal zurück zum Video zu kommen. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Das Obergeschoss habe ich jetzt schon mal so eine Holzumrandung drum gezogen. Und ich habe... beginne jetzt hier mit den Wänden, mit den Scheiben, mit den Fenstern, wie auch immer, das einzurichten. Und der Part ist gleich zu Ende. Ich warte mal noch ganz kurz, bis hier Black Screen kommt. Und dann sage ich nochmal Tschüss. Also jetzt gleich. Und zwar genau jetzt. Jetzt ist der Part zu Ende. Gut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dann.